Das Begegnungszentrum der Synagogengemeinde Chorweiler. Eine Gruppe osteuropäischer Juden, die in Chorweiler leben, machen eine Exkursion in die Umgebung. Die meisten kennen ihre neue Heimat noch gar nicht richtig. Die Exkursion findet im Rahmen eines Projekts zur Erkundung der Geschichte des Stadtbezirks Chorweiler während der Nazizeit statt. Das Ziel der Wanderer ist Gutshaus Fühlingen, eine legendenumwobene Ruine, etwa 3 Kilometer entfernt in einem Waldstück bei Fühlingen. Der einzige in der Gruppe, der den rätselhaften Ort schon mal gesehen hat, ist der Ingenieur und Künstler Felix. Sie waren vorher schon mal in diesem Haus, oder? Ja. Ich mache Bilder und dann mache ich meine Bild über dieses Haus, wie ich sehe das. Wussten Sie, was dort passiert ist? Wussten Sie etwas von dem Haus vorher, als Sie die Bilder gemacht haben? Nein, ich wusste keines. Ich wusste nichts, aber ich fühle, das ist sehr schwer und schwere Atmosphäre, schwere Aura, schwere. Und ich mache meine Bilder. Bei einem seiner Spaziergänge entdeckt Felix die Ruine und ist von der Atmosphäre so fasziniert, dass er das Haus in einem seiner Bilder verewigt. Das Bild wird Teil einer Ausstellung in der Synagogengemeinde Chorweiler. Erst durch einen Zeitungsartikel erfährt Felix von der düsteren Geschichte dieses Hauses und ist schockiert. Er erzählt in der Synagogengemeinde davon. Als im Frühjahr das Chorweiler NS-Projekt startet, recherchiert Felix mit Freunden von der Synagogengemeinde in Bibliotheken und im Internet. Sie finden weitere Informationen über die Verwicklung des Hauses und seiner Bewohner in die Gräuel des Nationalsozialismus. Vor allem das Schicksal der auf dem Gutshof lebenden Zwangsarbeiter lässt ihnen keine Ruhe. Hier auf der Fühlinger Heide, so haben Sie gelesen, fand 1288 die Schlacht von Worringen statt, eines der blutigsten Gemetzel des Mittelalters. Auf dem Blutacker, 600 Jahre später, ließ Freiherr von Oppenheim 1884 ein prachtvolles Herrenhaus mit Pferdeställen und einer Pferderennbahn errichten. Doch bereits 1907 zogen die Oppenheims mit dem Gestüt nach Berlin. Der Gutshof wurde verpachtet und nur noch landwirtschaftlich genutzt. Die Wanderer sind am Ziel. Haus Fühlingen liegt vor ihnen. Während des Zweiten Weltkriegs wohnten in Haus Fühlingen der Pächter Ernst Kolb mit seiner Frau und 3 Kindern sowie weitere 11 Familien. Als im Krieg die Arbeitskräfte knapp wurden, erhielt Bauer Kolb mehrmals Zwangsarbeiter zugewiesen. Von 2 Mädchen und einem jungen Mann aus Polen, einer Ukrainerin, einem Holländer, 2 Belgierinnen und 2 Russinnen wird berichtet, die auf dem Hof leben und arbeiten mussten. Dann geschieht etwas Furchtbares. Einer von ihnen, der erst 19-jährige Pole Edward Margol, wird von der Gestapo Köln am 15. Januar 1943 in einer alten Ziegelei unweit des Hofes erhängt. Begründung: Kontakt zu deutschen Frauen. Nach den Rassegesetzen der Nazis ein todeswürdiges Verbrechen. 60 Jahre später erinnert nur noch ein Foto der Kölner Fotografin Sabine Würich an den Ort, an dem Edward Margol ermordet wurde. Diese Fotografin hat alle Orte in Köln fotografiert, an denen Verbrechen der Nazis geschehen sind, und Landkarten von diesen Orten gezeichnet. Das ist die Karte mit dem Hinrichtungsort von Edward Margol an der Neusser Landstraße zwischen Fühlingen und Worringen. Irina erklärt den Zusammenhang und übersetzt die Notizen der Fotografin ins Russische.
Martin в одной книге обратил внимание, вы видели сейчас фотографию того самого леса, где мы сейчас проходили. Эта фотография была со следующей пометкой там помещена. Итак, польский работник Эдвард Маргот работал во время войны в этом поместье в Фюлингене, и 15 января 43 года он был здесь повешен, так я понимаю, без всякого там суда и без всякого там процесса. Без приговора, короче. И Анна Адамчук, которая также здесь работала, рассказала следующее об этом. Die Männer mussten bei der Exekution zuschauen, damit sie genau wussten, was sie erwartet, wenn sie auch etwas falsch machen würden. Wir Frauen mussten nicht zuschauen. Traurig waren wir alle, dass einer von uns erhängt wurde. Итак, Анна рассказывает, что вот на эту казнь, которая происходила на Нойсерштрассе, были принудительно принудили всех мужчин наблюдать за этим, для того, чтобы они знали, что будет происходить с тем, кто не будет повиноваться. И все были очень шокированы, и мужчины, и женщины, что вот то есть его судьбой, да? In der Öffentlichkeit kursieren heute die wildesten Gerüchte über eine angebliche verbotene Liebe des jungen Polen mit der Tochter des Pächters. Sogar von einem Kind aus dieser Beziehung wird fantasiert. Nach dem Krieg kaufte der Richter Gerhard von Kempen Haus Fühlingen und zog dort mit seiner Frau ein. 1962 hat er sich im zweiten Stock des Hauses erhängt. Eben dieser Richter, so heißt es in einer Kölner Zeitschrift, habe 1943 den 19-jährigen Edward Margol zum Tode verurteilt. Bereits 1963 hatte die Stadt Köln Haus Fühlingen erworben, sich aber nie um die Sanierung gekümmert. 2004 verkaufte die Stadt das Haus an einen privaten Investor, der dort angeblich 32 luxuriöse Wohnungen errichten wollte. Doch seitdem ist nichts geschehen. Haus Fühlingen verfällt weiter. In der Regenbogenpresse kursieren Skandalgeschichten und Gerüchte. Das bedrückende Schicksal der Zwangsarbeiter und vor allem der Mord an Edward Margol scheinen vergessen. Doch die Gruppe von der Synagogengemeinde fragt sich, was wirklich geschehen ist in Haus Fühlingen. Warum musste Edward sterben? Was geschah mit seinem Leichnam? Die Gruppe verabredet sich im LD-Haus, dem früheren Kölner Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei. Heute ist die berüchtigte Folterkammer der Gestapo das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Eine Recherche in den Archiven soll endlich Klarheit schaffen über die Hintergründe des Mordes an Edward Margol und den letzten Ruheort des Toten. In den Akten der Zwangsarbeiterinnen, die mit Edward Margol zusammen in Haus Fühlingen arbeiteten, finden Irina, Felix und Wladimir endlich eine Antwort. Auf dem großen Gutshof mit den vielen Erwachsenen war es ganz alltäglich, dass vor allem die Männer mit sexuellen Kraftausdrücken um sich warfen. Maria, die aufgeweckte 6 oder 7 Jahre alte Tochter des Bauern Kolb, hatte ein paar schmutzige Wörter auf Polnisch aufgeschnappt und sie hatte ihre Eltern heimlich bei intimen Dingen beobachtet. Eines Abends glaubte Kolb, dass Edward seine Tochter missbraucht habe und er war außer sich vor Wut. Er rannte mit dem Messer hinter Edward her. Der versteckte sich. Morgens kam Edward zurück und drohte, den Bauern anzuzeigen, weil der heimlich Schweine geschlachtet und auf dem Schwarzmarkt verkauft hatte. Doch Bauer Kolb hatte inzwischen schon der Polizei gemeldet, dass Edward verschwunden war, nachdem er versucht hätte, seine Tochter zu vergewaltigen. So wurde Edward verhaftet. Die Interviewerin des NS-Dokumentationszentrums, Wiltrud Klusemann, unterbricht an dieser Stelle das Interview. Sie berichtet,
dass sie 1997 die inzwischen über 50-jährige Tochter des Bauern Kolb, Maria, aufgesucht und gefragt hat, ob sie von Edward Margol sexuell behelligt worden sei. Maria sagte aus, dass nichts dergleichen vorgekommen ist. Jetzt kennen wir endlich die Wahrheit. Der 19-jährige polnische Zwangsarbeiter Edward Margol wurde wegen einer falschen Beschuldigung gehängt. Doch noch immer bleibt die Frage, was geschah mit dem Leichnam? 2 Wochen nach der Anfrage der Synagogengemeinde kommt ein Anruf von Astrid Syrt, der Bibliothekarin des NSDOC. Sie zeigt der Gruppe, was sie gefunden hat. Also dieser Forstbach, der das Buch geschrieben hat, der hatte halt ein Projekt an diesem Medizinhistorischen Institut der Friedrich-Wilhelm-Institut. Und der hat sich auf Quellen gestützt im Anatomischen Institut in Bonn, auf ein Leichenbuch und einen Ordner. In dieser wissenschaftlichen Studie wird beschrieben, wie die anatomischen Institute der Universitäten Köln und Bonn schon vor dem Hinrichtungstermin um die Zuteilung der Leichen stritten. Edward Margol wurde Bonn zugeteilt. Nach der Hinrichtung wurde seine Leiche in die Anatomie nach Bonn überführt und dort zu Studienzwecken seziert. Bei der Nachfrage in verschiedenen Archiven hat Astrid Syrt schließlich ein letztes Dokument von Edward Margol gefunden. Das ist die Sterbeurkunde von Eduard Margol, also eine Kopie der Sterbeurkunde, der am 18. Januar 1943 in Köln-Worringen hingerichtet worden ist. Für die Gruppe der Synagogengemeinde gilt es nur noch eine letzte Frage zu beantworten. Wo sind Edward Margols sterbliche Reste geblieben, nachdem die Anatomie sie nicht mehr brauchte? Die Antwort kommt schließlich von Markus Ernzerhoff, einem Mitarbeiter des Stadtarchivs der Stadt Bonn. Und das Ergebnis ist schockierend. Was mit den Leichenteilen geschah, ist nicht genau dokumentiert. Wahrscheinlich befanden sie sich mit den sterblichen Überresten anderer Opfer in einer der 4 Kisten, die im Januar 1943 von der Anatomie an das Friedhofsamt überstellt wurden. Alle 4 Kisten wurden auf dem Bonner Nordfriedhof ohne Angabe eines konkreten Ortes verscharrt. So bleibt als Erinnerung an Edward Margol nur der Ort, den er als letztes in seinem Leben gesehen hat. Ein Stück Wald, eine verwitterte Backsteinmauer an der Neusser Landstraße zwischen Fühlingen und Worringen.